Das ist die Felge, wo ich den Trelleborg mit der Reifenschere abgemacht habe. Und das Problem beim Aufpumpen ist schlicht und einfach, dass da ein Riesenspalt zwischen Reifen und Felge ist. Es gibt die Methode jetzt mit Spanngurt dran ziehen, keine Chance. Mit Ventileinsatz rausschrauben und dann mit Druck aufpumpen, keine Chance. Also die einzige Möglichkeit ist das mit Bremsenreiniger-Spray aufploppen. Was jetzt auch geschehen soll. Mal sehen, wie viele Versuche ich brauche. Als erstes kommt Ventileinsatz raus. Gut, Ventileinsatz hätte ich. Dann kommt Lufteinlass drauf. Gut, als erstes wickel ich hier so einen nassen Lappen um die Luftzuführung, weil das gibt hier Flammen. Keine Lust, die Leitung zu beschädigen. Zwei Versuche sind bisher fehlgeschlagen. Hat es doch funktioniert mit sehr viel Einsatz. Jetzt ist auf 3,0. Ventileinsatz ist noch nicht drin. Wenn ich das abmache, dann geht es gleich. So, Ventileinsatz. Gott sei Dank sitzt er relativ fest in dem Festdreher. Aber ich muss mal gucken, weil das ist. Muss ich schnell sein. Nicht, dass er mir den jetzt wegboostet. Aber ich glaube, noch ist genug Luft drin. Noch müsste genug drin sein, dass ich den aufpumpen kann. Ja.
Gut. 3,5. Jetzt ist der Reifen richtig schön warm, etwas weicher. Muss ich mal gucken, wie sich das hier anpasst. Vielleicht hält er ja die Luft dauerhaft. Aber das ist eine Mods-Action mit diesen Reifen, weil, wie gesagt, ohne dieses Aufploppen keine Chance, die aufzupumpen.